Moin zusammen nochmal. Die letzten drei Videos vom Aldi Ferrex 20 Volt, 40 Volt System laut Aldi Prospekt eine neue Serie sind ja ein bisschen ausführlicher. Das heißt insgesamt über drei Stunden und wir versuchen das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Wo wir den Prospekt haben, haben wir auch hier die aktuellen Preise. Ich habe mir alle diese Maschinen gekauft und wir sparen uns das Rechnen. Das waren 162,95 Euro. Und genau das, was hier auf dieser einen Seite im Prospekt vom 6.4.2021 steht, liegt auch hier vor euch. Und das ist die gesamte Serie oder das ist alles, was Aldi zurzeit auf seiner Webseite, ja, auf seiner Webseite hat es gar nichts davon, sondern du musst in den aktuellen Online-Prospekt gehen vom 6.4., wie gesagt, diese Seite hier, die ich euch da gerade ins Bild gehalten habe, aufrufen und dann kannst du da sehen, was die an Ferrex-Systemgeräten haben und das ist nur dieses hier. Das heißt also, das ist keine Serie, sondern es sind zwei Einzelgeräte, die zusammen mit einem, ja, schon älteren, ein Jahr alten Akkusystem und dem Lader eben laufen. Wir haben uns zuerst über den Akku unterhalten und das Ladegerät. Die Akkus selber intern haben Samsung-Zellen, also eine ganz vernünftige Basis. Warum die zum Beispiel diese Aufteilung hier machen in Bank 1, Bank 2, also 40 Volt, 20 Volt separat dann abgeben. Deren Konstruktionsprinzip, das kann in Ordnung sein, wenn dann die Maschinen, die das dann zusammenmixen müssen, intern das dann auch vernünftig handeln können. Das war denn eben Ziel, Sinn und Ziel der ganzen Übung, das rauszufinden, was können diese Maschinen, ja, die Bohrmaschine und der Winkelschleifer halt. Nachträge und Ergänzungen zum Ferrex Akku-Bohrschrauber 20 Volt. Und zwar bin ich einmal gebeten worden, die Drehzahl noch zu messen. Ich werde das machen einmal mit dem kleinen Akku und dann mit dem größeren Akku. Ganz einfach, nehmen wir das bekannte Messgerät. Wir stellen mal da, ich hoffe, das kann man so sehen. Ansonsten, ich nehme mal, gehe mal auf den ersten Gang. Umdrehungen. Im zweiten Gang 1500, also 1510, 1520 Umdrehungen, sowas von 1600 und im ersten Gang sollten es 450 sein. Mit dem großen Akku bekommen wir im ersten Gang 470 Umdrehungen von 450 und im zweiten Gang 1674 Umdrehungen von 1600, also soll übererfüllt, das passt. Das nächste ist im Koffer, wird die Maschine ja normalerweise so, genau, so untergebracht. Ne? Also so untergebracht
Und dann wundert man sich, warum liegt die dann so im Koffer statt so. Naja, die Erklärung ist ganz einfach. Du stellst den Koffer senkrecht und dann transportierst du den ein bisschen und dann sieht das so aus. Tja, es kommt davor, wenn man einen leeren Koffer ausliefert. Das nächste Thema zum Koffer und zur Aufbewahrung vom Winkelschleifer. Da hat ein sehr aufmerksamer Zuschauer gesagt, pass mal auf, du hast doch hier oben für diese extra Plastikschutzhaube, ich hoffe, das sieht man irgendwie, ja, hier oben, so eine Aussparung, kann man da auch reinlegen? Ja, kann man. Erstmal, wie du siehst, es wackelt. Zum anderen habe ich erwähnt, man muss das hier sehr genau reinlegen, nicht irgendwie. Ja, so geht es. Aber wenn das auch nur so ein bisschen runterrutscht, was normal ist, kriegst du den Deckel auch nicht zu. Sehen wir das? Du kriegst den Deckel nicht zu, wenn die hier diese Schräge herunterrutscht, was ja normal ist. So, wenn du jetzt den Deckel richtig zumachst und wieder aufmachst, liegt das Ding da wieder drin. Also es ist möglich, aber es hält nicht. Danke erstmal dafür. 2 Dilettantismuspunkte mehr für Ferrex. Ja. Oder 3. So, noch eine Bemerkung zu den Akkus und dem Ladegerät. Es sind dort zu diesem Video einige wirklich gute Kommentare eingegangen zu den Messwerten, die ich da vorgeführt habe. Wenn ihr also über genau die gleichen Punkte im Unklaren seid, wie ich das bin während der Messung, schaut bitte in diese Kommentare und lest sie auch durch. Gegebenenfalls könnt ihr dort auch dann die entsprechenden Fachfragen stellen. Ich hoffe mal, dass die Autoren dann die genauso kompetent beantworten, wie sie auf das Video dann reagiert haben. Das Ladegerät auf jeden Fall lädt in den angegebenen Zeiten. 4 Ampere Ladestrom halte ich in der heutigen Zeit für ein bisschen wenig. Das kann man zügiger machen. Gut, da kann man die Diskussion darüber führen, ob das sinnvoll ist, diese Akkus so schnell zu laden. Ich sage, ja, warum nicht? Wenn man das entsprechend schonend macht und die Kennlinie anpasst, dann geht das. Das führt allerdings dazu, dass man sich von diesen Akkus natürlich mehrere anschaffen muss, wenn man durcharbeiten will. Das Ladegerät selber wird sehr heiß. Wir haben das auch mal demontiert. Es sind 2 große Kühlkörper da drin, ganz besonders hier am Boden. In diesem Bereich wird es teilweise über an die 60 Grad heiß. Sinnvoll wäre es da möglicherweise mal einen Lüfter einzubauen und die Kühlkörper entsprechend auszulegen, damit das möglicherweise nicht überhitzt. Wir haben das ja jetzt hier im ausgehenden Winter gemacht, Frühling, bei Außentemperaturen von um die 0 Grad. Da muss man auch noch dazu sagen, die Außentests waren so, dass beide Geräte keine Probleme hatten mit den Außentemperaturen, was bei der einen Parkside-Bohrmaschine ja nicht selbstverständlich war, weil die dort einen falschen Thermistor dort eingebaut hat in der Elektronik. Das ist also auch mechanisch recht stabil, das funktioniert. Das Ganze wird übrigens, die ganzen Akkus und das Ladegerät, in solchen Kartonverpackungen geliefert. Das ist recht vernünftig, das hatte ja Aldi auch bei der ersten Serie, bei der blauen Serie gemacht, wo wir von Serie nochmal reden. Damals war es so, dass die im Angebot hatten eine, jetzt weiß ich nicht genau die Anzahl, aber
sechs, sieben, acht Geräte für Garten und für Werkstatt. Das ist daraus geblieben, ja, was aktuell verfügbar ist. Natürlich, wenn du noch die alten Geräte hast, kannst du auch mit diesen Akkus weiterarbeiten. Aber wer jetzt neu einsteigt, für den war dieser Test zwiespältig. Fangen wir hier mit dem Akku-Bohrschrauber an. Der hinterlässt auch einen zwiespältigen Eindruck. Zunächst erstmal, wenn du den in dem Laden holst, dann liegt da die Maschine hier so quer drin. Warum das so passiert, haben wir gerade gesehen. Es ist einfach transportbedingt, die ist nicht abgesichert. Die Maschine in diesem Koffer wird also, wenn du diesen Koffer nicht weiter auffüllst, immer wieder da in die Ecke reinrutschen. Die Koffer haben kein einheitliches Design. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Auch das spricht nicht gerade für eine Serie, sondern für eine Zusammenstückelung. Ohne Sinn und Verstand, ohne Gefühl für Corporate Identity. Einheitliches Design ist hier auch nicht festzustellen. Das Einzige, was einheitlich ist, dass die Akkus wechselseitig zu den einzelnen Maschinen passen. Die Bohrmaschine, um darauf zurückzukommen, erreicht ordentliche Leistungen. Das heißt, die Drehzahlmessung haben wir gerade noch gesehen. Das Soll wird teilweise übererfüllt. Das sieht man bei ganz, ganz wenigen Maschinen. Das ist also hervorragend. Obwohl, ja, 1600 Umdrehungen für eine Zweigangmaschine, 20 Volt Maschine, ist eigentlich wenig, sehr wenig, weil die besseren sind bei 2000 Umdrehungen. Und ich weise darauf hin, wenn du Pumpen antreiben willst oder so etwas, sind 1600 Umdrehungen einfach zu wenig. Der innere Aufbau der Maschine hier ist, ja, ich sag mal, zumindest diskussionswürdig. Hier unten drin sitzt eine offene Platine, ja, nach unten und nach oben hin offen. Gut, hier ist so eine Kühlplatte drin. Dann geht das weiter. Der Schalter hier, das ist keine stufenlose Drehzahlregelung. Ja. Sondern stufig. Die Kabel sind teilweise unterhalb des Schalters verlegt und werden dann durch den Schalter hier gequetscht, weiter nach oben hin. Der Motor hier ist gelagert hinten im Gehäuse und vorne im Getriebe und das Getriebe dann wiederum im Gehäuse. Das Problem ist hierbei rein mechanischer Natur, es muss exakt fluchten, ansonsten hat der bürstenlose Motor, der rotierende Kern muss ja im Stator gleichmäßig laufen. Es wird dann diese Flucht hergestellt durch eine exakte Passung im Gehäuse. Das macht der Mitbewerber Parkside, die 60 Newton Maschine, viel besser, unter anderem aber auch die Flex hier. Das heißt, hier ist ein Motor, der ist vorn und hinten als Paket mit Lagerkäfigen geführt und somit hat man eine komplette Motoreinheit, eine lauffähige Motoreinheit, die man auch extern testen kann. Das kann man hier nicht machen. Das gibt dann eben auch möglicherweise Probleme, wenn dort irgendetwas ausschlägt. Was sehr schön ist beim Zerlegen, haben wir das festgestellt, dass im Kopf der Spindellok ist mit einer ausreichend dicken Wandung hier in dem Vollplastikgehäuse, ist alles Vollplastik, auch das Gehäuse, auch das Getriebegehäuse, das ist aber üblich bei allen Maschinen in der Zwischenzeit. Natürlich sind die Zahnräder selber aus Sintermetall ausgeführt. Das ist aber auch normal. Aber die Wandung, der Spindellok, der ist sehr stabil, lässt also darauf hoffen, dass man die Kräfte, die dort notwendig sind, um hier mit dem Bohrfutter Werkzeuge festzuziehen, dass die dann aufgebracht werden können. Das Bohrfutter selber ist ein sehr griffiges Metallhülsenbohrfutter mit Radialverriegelung. Das lässt eben auf entsprechenden Grip hoffen. Ich habe das auch soweit erstmal festgestellt. Geliefert wird die Maschine mit einem Grundzubehör von einigen Bohrern, einigen Bits und einem magnetischen Bithalter. Der übliche Firlefanz ist hier dabei. Das heißt also hier diese Drehmomentverstellung über Federn, die nicht kalibrierbar sind. Von daher ja eigentlich relativ sinnfrei, aber als modisches Accessoire eben geduldet. Modisches Accessoire, ich finde das sehr schön, dass das wenig TPE ist. Hier zum Beispiel überhaupt nichts, hier am Griff, leider, leider. Und hier auch, ja, wenn man sich das noch einsparen könnte, könnte man das Gehäuse wesentlich dicker, wesentlich steifer ausführen. Damit die Möglichkeit des Reinigens
verbessern und die Maschine sieht dann nach etlichen Jahren, wenn man sie hart rannimmt, auch dann nicht so uselig aus, was bei TPE ja auch nun häufiger vorkommt. Mehrere Jahre die zu benutzen, das ist auch immer eine Garantiefrage bzw. eine Frage des Services und der Ersatzteile. Bei allen diesen ja eigentlich Lebensmitteldiscountern, die dann noch eine Art Baumarkt dabei fügen, das geht in der Regel meistens schief. Bei Lidl geht es schief, bei Aldi geht es genauso schief. Das heißt also, die werden schlicht und ergreifend ausgetauscht in der Garantiezeit. Die Garantiezeit hier für diese Maschinen beträgt 3 Jahre. Bei Parkside, bei den Performance-Geräten sind sie 5 Jahre. Naja, die Performance-Geräte bei Parkside, bei Lidl sind auch etwas teurer. Jedenfalls entscheidend dafür, diese Maschine nachhaltiger zu machen, ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, sprich Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass sie auch länger benutzbar ist. Das ist hier wohl nach der Garantiezeit eher mau, weil zum einen ist die Reparierbarkeit, ist die gegeben. Gut, man kann sie aufschrauben, aber wo kriegst du dann deine Ersatzteile her? Das gehört dazu. Und wenn man sich das mal anschaut, wenn man eine Makita-Maschine zum Beispiel auseinandernimmt, wie einfach das ist, dann wie die Kabel verlegt worden sind, dass das alles nicht verlötet ist, dass das mehr oder weniger gesteckt ist, dass man auch eine Platine mal eben auswechseln könnte, wenn man wollte, weil die mit Steckverbindungen ausgeführt ist. Gut, hier haben wir eine Steckverbindung drin, aber der Rest ist gelötet. Das sind eben so kleine Unterschiede von Maschinen, die mal eben irgendwo eingekauft worden sind, zu Maschinen, die dann eben für die Firma selber konstruiert worden sind. Und mal eben eingekauft worden ist, und da kommen wir jetzt mal zum Akkuwinkelschleifer, mal eben eingekauft wurde der hier. Das ist ein in meinen Augen sehr, sehr trauriges Kapitel, weil die Leistungsdaten kann man sich eigentlich bei dem neuen Parkside Performance Akkuwinkelschleifer für das X20 Volt Team anschauen, weil das ist eine 1:1 Kopie davon. Das Einzige, was die unterscheidet, ist hinten die Lüftung für die Platine bzw. für den Motor. Das ist der Eingang, Lüftungseingang, Lufteingang. Es wird ja nach vorne gesaugt und hier ausgestoßen. Und was unterschiedlich noch ist, das ist natürlich die Aufnahme für den Akku. Die Akkus sind absolut proprietär, die sind für nichts anderes zu gebrauchen. Und deswegen, das sind im Grunde genommen Einzelgeräte, die sich einen Akku teilen. Wobei dieses Gerät ist für seine Arbeit eigentlich unbrauchbar. Es ist für Fanboys möglicherweise interessant und es hat noch einen anderen Aspekt, der es absolut baugleich ist mit der Parkside-Maschine, die 20 Euro teurer ist. Es ist gut als Ersatzteillager zu benutzen, weil alle Komponenten bis nach vorne hin, inklusive Motor, der Kopf hier, die Elektronik, absolut identisch mit dem Parkside-Pendant. Wenn dir mal ein Schalter verloren geht, kannst du den auch da herholen. Nur eben das Gehäuse ist bis hierhin identisch und danach sieht es anders aus. Zur Leistung habe ich ja diesen Leistungstest durchgeführt. Die Maschine versagt selbst bei geringem Druck. Warum und wieso, weiß keiner. Wieso die bei einer stromhungrigen Maschine nicht die 40 Volt ausnutzen, weiß auch keiner. Naja, hier hat irgendeiner mit Copy und Paste gehandelt. Vielleicht haben die sich einfach im China-Warenhaus da bedient und gesagt, okay, druckt unser Logo da drauf und passt unsere Akkuaufnahme an und dann war es das. Dass das nicht die tollste Erfindung ist, beziehungsweise die tollste Idee gewesen ist, das sieht man daran, wie das Ergebnis ausgesehen hat, weil es unterscheidet sich eben nichts von dem Test mit der Parkside Performance, den ich auch schon durchgeführt habe, auf den ich dann hiermit verweise. Wegen der Innereien, man hätte ja ganz, ganz leicht irgendetwas verbessern können. Hier ist es einfach nur der Motor, dass man den Motor so kapselt bzw. so in die Lagerung in Käfigen durchführt wie bei ihm hier. Dann hätte man ja schon eine halbwegs schöne Maschine, dann eben diesen Schalter hier nicht als ja in Anführungsstrichen stufenlosen Schalter auszuführen, sondern einfach wirklich einen stufenlosen Schalter einzuführen. Und hier müsste man noch deutlich was verbessern, nämlich einmal die Kühlluftzuführung, weil die Kühlluftzuführung, die wirklich von hier, weil hier drunter sitzen die Kühlrippen von der Steuerung, die verdeckt man natürlich hier mit der Hand und auch von dieser Seite hier, da sitzt eben darüber dann die
Elektronik, die da übrigens drauf geschraubt ist, nicht sonst fest verbunden ist mit dem Gehäuse, sondern eben geschraubt. Die Kühlluft geht von hier aus rein und das verdeckst du mit der Hand. Das ist mehr als dilettantisch ausgeführt. Dann gehört eigentlich, wenn man schon ein Gerät übernimmt vom Bewerber, sich auch Gedanken zu machen über die Verbesserungen. Und Verbesserungen wären also, wie gesagt, außer der Kühlluftführung, dann eine Elektronik, die die Drehzahl konstant hält, so wie das eben bei Makita der Fall ist. Das heißt, die Maschine kannst du richtig belasten, was natürlich auch, ich sag mal, die Umstellung auf 40 Volt sinnvoll macht. Dann kannst du nämlich zu einem günstigen Preis ein Bombengerät eigentlich hier erschaffen, weil die Grundvoraussetzungen sind eigentlich da, ohne dass man hier Raketentechnik einbaut. Es gibt noch diverse Verbesserungen, nämlich wo wir hier zum Kopf jetzt kommen, von hinten nach vorne haben wir uns durchgearbeitet, zum Kopf kommen, das ist eine rein mechanische Geschichte. In der Zwischenzeit ist das ja nun gang und gäbe, dass man nicht über einen Exzenter die Haube hier, diese Schutzhaube, verstellen muss, sondern dass man sie ganz einfach hier anbaut. Das Problem ist nur, du musst die Maschine so weit zerlegen, wie ich es hier gemacht habe, um sie überhaupt in diesen Koffer reinzubekommen. Das ist mehr als dilettantisch, das ist unpraktisch. Das macht also diesen Koffer hier quasi zu einer Aufbewahrungstüte, zum Sondermüll, Plastikmüll. Was soll das Ganze? Man hätte das so wie früher so machen sollen. Die haben ja alle diese Pappschachteln gehabt, auch die Maschinen wurden da eingepackt, nicht nur die Akkus, und dem Anwender dann überlassen, in welchen Plastikkasten oder in so einem Karton er diese Maschinen dann einpackt. Dieses Zerlegen dieser Maschinen, das macht diese Sache, wie gesagt, unpraktisch. Der Exzenter hier, der verhindert, dass man diese Scheibe bis zum Schluss dann aufbrauchen kann. Ganz nett ist eine Idee, die hier gehabt haben. Diese offene Schutzhaube ist eigentlich nur zum Trennen da und nicht, wie sie das hier im Bild gedacht haben oder gezeigt haben, wo sie hier so diese halb aufgesetzte Schutzhaube abgebildet haben, weil in dieser Konfiguration ist das Gerät nicht zum Schrubben gedacht, sondern zum Trennen mit den schmalen Scheiben. Und ja, die kann man relativ einfach aufsetzen. Das heißt also, so kann man sie dann benutzen, eigentlich zum Trennen. Eigentlich eine pfiffige Idee, aber man muss das alles zerlegen, um das in den Koffer hier zu bekommen. Im Deckel haben wir ja gerade gesehen, wie ungeschickt diese Befestigung gelöst ist. Es flattert dann alles im Koffer herum. Der Griff, über den haben wir uns auch noch unterhalten. Eigentlich eine schöne Idee, nur hier, das ist TPE, ja, aber da der Griff, die Grundkonstruktion Plastik ist und das TPE hier nur drauf gespritzt ist, ist das Fake, kann kein Mensch gebrauchen, nur ein Schmutzfänger, fertig. Der Griff selber ist von der Dimension her groß genug, aber es ist halt ein Designstück. Und über den Schlüssel hier für die Klemmmutter, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, den kriegst du, der ist zwar hier in Schienen geführt, den kriegst du aber nur in einer Position rein, nämlich dort mit den Nocken hin zum Schriftzug. Wenn du das anders herum drehst, dann geht das deswegen nicht rein, hoppla, weil ein Schlauberger hier genau in diesem Bereich noch eine Rippe oder so einen Steg reingesetzt hat. Also es geht nur anders herum rein. Ja. Unnötiges Gefummel oder man lässt das gleich draußen, dann verliert man ihn. Die bessere Wahl ist, siehe wieder mal Parkside, die haben gleich eine Schnellverschlussmutter da mit zugeliefert und gut ist. Was ist dann das Fazit aus der ganzen Geschichte? Wir haben hier ein eigentlich praktisch unbrauchbares Gerät, sodass dann nur noch diese Bohrmaschine, also der Akkubohrschrauber hier als wirklich brauchbares Gerät übrig bleibt. Damit ist das ein Solo-Gerät. Es ist kein Unterschied wie vor einem Jahr. Dort war auch die Bohrmaschine in Ordnung. Die Flex, in dem Fall war das damals eine 40 Volt Flex, war unbrauchbar. Es bleibt bei einem Solo-Gerät. Zu einem Solo-Gerät
In dieser Klasse gehört es mit Ladegerät, mit einem Akku, ist das schon mal 75 Euro, wenn du zwei Akkus haben willst, bist du dann nochmal 18 Euro los. Ja, du bist dann also im Bereich 90 Euro und da kriegst du schon prima Sätze von anderen Herstellern, die möglicherweise auch bereit und in der Lage sind, Ersatzteile zu liefern. Ich habe noch eine Sache vergessen, in der 60 Euro Newtonmeter Klasse gehört auch eigentlich noch ein Handgriff dazu, damit du keine Schläge hier ins Handgelenk bekommst. Ja, wo wir über die anderen Hersteller am Reden sind, was wären dann die Alternativen, außer Parkside, in diesem Fall aber die grüne Serie. Ich habe darüber auch schon ein Video gemacht, dass es sich eigentlich nicht lohnt, die schwarze, die Performance-Serie zu kaufen, sondern im X20 Volt eben halt die grüne Serie oder man geht eben auf Einhell. Einhell allerdings nur dann, wenn man die in Form von oder bei Sonderangeboten bekommt. Ansonsten wird das einfach zu teuer, sowohl was die Akkus als auch die Maschinen angeht. Und das Problem ist dann, dass die so einen Mix haben zwischen Wegwerfen und Reparieren. Reparieren tun die nur dann, wenn du tatsächlich denen den Auftrag gibst, reparier mal. Aber dann können sie es aber auch. Grundsätzlich repariert, erst repariert und dann weggeworfen wird bei Makita, was ich dann letztendlich auch empfehle, wegen der Verfügbarkeit der Akkus. Es gibt Nachbauakkus, es gibt Originalakkus, selbstverständlich in den unterschiedlichsten Kapazitäten. Es gibt aber auch, gerade für Makita, auch Adapterlösungen an andere oder von anderen Maschinen. Da ist man also relativ flexibel, weil, wie gesagt, Akkus sind ja relativ teuer und eigentlich der Kern eines jeden Systems. Da sollte man sich vielleicht auch mal, bevor man in ein System einsteigt, und wir haben ja jetzt festgestellt, Ferrex Aldi ist kein System, sondern eigentlich nur eine Standalone-Lösung, eine Bohrmaschine, den Kram hier kann man eigentlich vergessen. Da meine ich, sollte man sich umschauen, was hat man an Baumärkten zur Verfügung in der näheren Umgebung, weil gerade bei Baumärkten wird Einhell vertrieben oder die preiswerten Sachen vertrieben. Bei Thomas Phillips wird es auch vertrieben, zum Beispiel im Hagebaumarkt hast du auch Kraftronic und Mr. Gardner, die auch die Original Einhell Red Akkus benutzen. Und ja, Makita, guck dich um bei eBay, bei Amazon, bei AliExpress oder sonst wo, viele, viele Geräte eben dafür zu erhalten. Ich denke mal, das wäre eine Alternative und ist eine Überlegung wert, ehe man versucht, seine Hoffnungen hier auf Aldi zu setzen, dass die nochmal in Quark kommen und was qualitativ Besseres oder Brauchbares auf den Markt zu bringen, weil meine Erfahrung ist, dass die Burschen relativ resistent sind gegen Kritik, dass die eher rückwärts gehen, anstatt mit eigenen Gedanken sich nach vorne zu bewegen.